Hallo, heute bin ich wieder im Wald unterwegs. Meine Begleiterin ist die Kiko. Lasst euch jetzt nicht verwundern, dass das Video heute zwei Begrüßungen, zwei Einleitungen hat. Hat folgenden Hintergrund. Wie ihr schon gelesen habt im Titel, geht es darum, warum unsere Hunde so ruhig sind. Es kamen ja mehrere Fragen von euch rein. Vielen, vielen Dank dazu. Und ich habe den Film abgedreht, fertig geschnitten, habe es der Andrea gezeigt und die fing dann an, nein, du hast noch diese vergessen. Oh, okay, gut. Von daher mache ich jetzt noch kurz die Einleitung. Zu dem, was danach kommt, gehört natürlich dazu, dass die Hunde ausgelastet sind, regelmäßig trainiert werden und ein super Futter bekommen. Nur dann funktioniert auch der Schritt 2, welcher dann als nächstes kommt. Das wollte ich jetzt bloß noch mit dazufügen. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Film. Viel Spaß. Ciao. Hallo. Bei dem schönen Wetter verlegen wir unser Büro immer nach draußen. Kurzer oben Rundumblick. So, mein Schreibtisch. Hier unten liegt die Kiko noch, welche noch läufig ist und somit aus dem Rudel draußen bleiben muss. Das stelle ich euch wieder vernünftig hin. So. Ich mache aber nicht das Video, um euch ein bisschen neidig oder eifersüchtig zu machen. Ihr habt es mehrmals gefragt, Steve, du hast jetzt uns zwar mehrmals gezeigt, dass deine Hunde super drauf sind, ruhig sind und auch ja, sehr gut zu führen sind. Aber wie geht das? Wie schaffst du das? Genau darin liegt nämlich auch mein Problem. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich zumindest kein Rezept geben, ihr macht das so, sondern ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe jetzt mehrere Wochen darüber Gedanken gemacht, immer wieder, auch gerade beim Gespanntraining, da kann man mal ein bisschen so die Gedanken fließen lassen, immer mal wieder so gewisse Sachen durchgespielt. Wie war das ganz am Anfang bei uns? Wie hat sich das dann so durchgestaffelt? Wie waren die ganzen Werdegänge? Und nach kommen dann so ein paar Ereignisse, die mir dann weitergeholfen haben, um euch zu helfen. Und mein Vorschlag ist es jetzt an euch. Ich werde immer wieder so ein paar Gedankengänge euch präsentieren. Und ihr schreibt mir unten in die Kommentare, in was für eine Richtung ihr gern weiter was wissen möchtet. Was ihr bei uns definitiv nicht finden werdet, ist, wie bringe ich dem Hund Sitz bei, wie bringe ich dem Hund dies bei, wie bringe ich dem Hund jenes bei. Also diese ganzen Grundsachen, die passieren bei uns ganz automatisch. Wir haben das nie trainiert, wir haben das einfach gemacht. Und das ist auch so eine Sache, dass viele es viel zu kompliziert machen und die Theorie immer wieder durchspielen und da überlegen und dort überlegen. Und am meisten scheitert es dann beim Machen. Einfach machen und dann schauen, was dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, das erste Teil oder dieses erste Puzzlestück, was ich beobachten kann bei vielen Leuten, die man so begegnet, die auch mal zu uns kommen, um Events bei uns zu machen. Und auch gleich wieder zum allerersten, ich möchte niemanden verurteilen, auf keinen Fall, weil erstens bin ich selber nicht unfehlbar oder mache auch Fehler. Und zum anderen steht es mir gar nicht zu, mir ein Urteil zu bilden. Aber vielleicht gebe ich euch die eine oder andere Sache mal, um nachzudenken. Und wenn das bei euch stimmig ist, dann probiert es einfach mal aus und reflektiert euch dann auch mal selber, wie es dann gewirkt hat. Wie schon gesagt, das erste Teil, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass viele, viele Menschen in der heutigen Zeit zu unruhig sind. Die sind nicht bei der Sache, bei der sie gerade sind. Die machen zwar irgendwas, sind mit dem Kopf aber ganz woanders. Die haben keine Ruhe in sich.
Als Beispiel, ich war jetzt letztens mit der Andrea auf einem Seminar oder auf einem Vortrag, Vortrag ist besser, da ging es ganz allgemein um Persönlichkeitsentwicklung. Da können wir vielleicht auch nochmal was machen darüber, ist sehr, sehr interessant. Aber was ich jetzt hinaus will, ein großer Saal, viele, viele Stühle, wir saßen mittendrin, neben mir hat eine Frau Platz genommen. Es war locker, nach 10 Minuten bis Vortragsbeginn, zumindest waren keine Anzeichen da, dass es bald losging. Die Frau hat keine Ruhe gefunden in sich, die hat sich hingesetzt, dann hat sie wieder was gemacht. Dann hat sie wieder dort gemacht. Dann hat sie irgendwas aufgeschrieben. Mit so einem Beamer war da so ein Spruch projiziert auf eine große Leinwand. Den musste sie natürlich abschreiben. Dann hat sie das getan. Dann hat sie wieder rumgeblättert. Dann hat sie in ihrer Tasche was gesucht. Da kommt diese komplette Unruhe, die diese Frau hatte, überträgt sich natürlich auch auf ihr Umfeld. Und sehr sensibel sind auch dafür Tiere. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Hundis. Wenn irgendjemand unruhig in sich selber ist, das ist ganz klar, dass ihr Umfeld unruhig wird. Die Hunde, die Kinder, sind alles so Indizien, was man damit aufwuschelt. Ja, das ist so der erste Punkt, was ich euch vielleicht mal so zum Nachdenken mitgeben möchte. Und der zweite Punkt ist ganz einfach die Ablenkung. Viele Leute, die müssen sich ablenken, die müssen immer was tun. Keiner kann allgemein in die Ruhe gehen. Also ich rede jetzt nicht von der inneren Ruhe, dass man innerlich runterfährt und einfach nur genießt, sondern die müssen immer reden. Die haben ihr Handy in der Hand, müssen immer tippen. Die müssen immer was tun. Das ist auch so eine Sache. Sie fühlen sich sehr, sehr unwohl, wenn es allgemein um sich drumherum ruhig ist. Das ist sehr, sehr interessant. Da müssen auf Zwang, auf Krampf müssen Gespräche begonnen werden, wo ich mir manchmal auch denke, was soll das? Genießt die Ruhe. Viele Leute kommen zu uns, um mit den Hunden ein bisschen Spaß zu haben, kommen aus einer sehr lärmreichen Gegend, gerade Großstädte, sehr mit Giftstoff behafteten Umgebung. Das allererste, was die Leute zwar sagen, wow, coole Luft und wow, habt ihr hier cool oder beziehungsweise schön ruhig und toll, aber dann geht schon wieder los, dann müssen sie wieder und das ist so das Erste, was ich euch vielleicht an die Hand geben möchte. Findet euren Ruhepol. Wenn ihr nach Hause kommt, nicht gleich den Fernseher einschalten, nicht gleich ins Internet gehen. Setzt euch raus. Genießt die Natur. Für viele ist es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man mitten in der Stadt wohnt, man muss erst irgendwo raus. Aber vielleicht habt ihr irgendwo einen Punkt, wo ihr euch erstmal zur Ruhe begebt, ohne irgendwas zu tun. Und das ist echt eine super Sache, was euch definitiv weiterhilft, um mit euren Hunden besser klarzukommen. Und somit habt ihr dann auch die Möglichkeit, in die Tiere reinzufühlen. Das ist das Nächste. Und das soll auch für mich das nächste Thema werden, welches ich euch ein bisschen beschreiben möchte. Man kann eigentlich nur mit seinem Gegenüber interagieren, wenn man sich in diese Person, in dieses Lebewesen reinfühlen kann. Und dann kann man gemeinsam was bewerkstelligen. Das soll das nächste Thema sein für das nächste Video. Schreibt mir bitte eure ganzen Ideen, Wünsche, Anträge unten in die Kommentare rein. Die werden definitiv beantwortet. Wenn sich der ein oder andere so ein bisschen unwohl fühlt, öffentlich zu outen, mal ganz blöd ausgedrückt, dann schreibt uns eine E-Mail. Das ist alles okay. Und somit können wir neue Videos kreieren und vielleicht findet der ein oder andere so ein bisschen den Schlüssel dafür, um mit seinem Hundi besser klarzukommen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß bei euren Projekten, bleibt dran, es wird auf alle Fälle klappen. Ciao.